Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Weiter geht's mit unserem Album. Das haben wir ja im letzten Video gemacht. Hier eine Tasche und dann hier so eine flippbare Seite und hier eine flippbare Seite und dann hier noch eine Tasche. Wie ihr seht, habe ich noch ein bisschen Distress rundherum, dass das ein bisschen mehr ist. Und ich habe, wie gesagt, meine Papiere schon zugeschnitten. Und ja, ich werde die hier distressen und mit euch zusammen ankleben. Kleber mal hier hin und dann fangen wir erstes hier mit dieser Tasche hier an. Und da habe ich mir gedacht, dieses Teil hier drauf und dann hier so ein etwas grüneres, das werde ich hier in diese Tasche stecken. Den richtigen Weg, Muriel. So. Das kommt hier hin. Und dann habe ich mir dieses hier zugeschnitten und das wollte ich hier hin tun. So. So habe ich mir das erstmal vorgedacht für die erste Seite. Das ist dann der Blick, den man sieht, wenn man das Album öffnet. Und ja, mir gefällt's. Ich denke, das kann so bleiben und wir kleben das mal so ein. Ne? Erst einmal werden wir das mal distressen. Die Seiten schön distressen. Schön, was hier jetzt auch noch toll gepasst hätte. Aber was ich leider momentan noch nicht tun kann, das wäre das Papier einmal genäht, so mit Zickzack genäht. Aber ich habe keine Nähmaschine. Und ja, für ein Album mit meinem Papier dazu zu meiner Oma zu fahren und die dazu nerven und sagen, ja, ich brauche mal die Nähmaschine, um Papier zu, da sagt die doch auch, na, geht's denn noch? Und ja, deshalb halt nicht, aber ich denke, sowas kommt auch irgendwann mal. Denn ich könnte mir vorstellen, dass das auch ganz toll aussieht, wenn man so genähtes Papier hat. So. So, und das werden wir jetzt hier einkleben. Ich hatte euch ja gesagt, ich arbeite mit dem Papier. Das Papier heißt Darcel und ist von Prima Marketing. Ich weiß nicht, ob es noch erhältlich ist. Das weiß ich leider nicht. Aber Prima Marketing hat ganz viele tolle Kollektionen, wo man auch dafür nehmen kann. Das muss jetzt nicht das gleiche sein. Oder irgendeine andere Kollektion. So.
und dann nehmen wir dieses hier. Ja, das hier, das ist einfach Papier aus meinem Bestand hier und ich habe einfach mal geguckt, was passt ein bisschen dabei für Hintergründe und wo man ab und an mal auf einem Tag oder auf einer Fotomatte arbeiten kann. Und ja, und für so wie jetzt hier Taschen zu füllen, finde ich das immer toll, ja, ein bisschen andere Papiere auch zu nehmen. Ne? Erstmal hier richtig reinlegen. So. Und dann einfach nur hier hochheben. So. So, damit wäre das mal. Oh, sieht doch eigentlich schon ganz, ganz toll aus. Ich weiß nicht, seht ihr das? Das ist so etwas grünlich. Ich glaube, mit der Kamera kommt das überhaupt nicht so rüber. Aber eigentlich ist es grün. Wenn ich die hier ausmache, sieht man es dann. Ah, vielleicht ein bisschen besser. Also auf jeden Fall hast du das so. So einen grünlichen Schimmer. So. Und dann nehmen wir hier dieses hier. Und dann hier mal die Folie abziehen. So.
und dann kleben wir uns das hier hin. So, damit hätten wir das dann auch eingeklebt. Also so. Und dann kommen wir hier zu dieser Seite hier. Wir können das auch einmal ganz öffnen. Mein Handy mal dahin. Moment. Drück mal das ein bisschen so. Also, hier habe ich mir gedacht, dass das kommt dann hier hin. So. Und dann dieses Blaue da hinein. Das ist dann etwas bläulicher. Ich glaube, das sieht man auch in der Kamera. Und dann hier das mit diesen Schreibmaschinen zu dieser Seite hier. Und das dann hier hin. So. Das sieht doch toll aus, oder? Was meint ihr? Mir gefällt's. Ja. Und ja, ich denke, wir fangen einfach mal an zu kleben und dann sehen wir weiter. So, fange ich erstmal mit diesem hier an. Und dann Folie abziehen. Und dann kleben wir uns das drauf. Also jetzt für diejenigen, die eine Nähmaschine da zu Hause haben, näht euch einfach mal rundherum, so in Zickzack. Und ich versichere euch, das sieht richtig cool aus. Das gibt noch einen älteren Look. So. Was ist denn das?
So, und dann dieses Teil, das kommt dann hier hin. So. Ich bin heute ziemlich ruhig, ne? Ich weiß nicht, was ich euch erzählen soll. Und ja, ich konzentriere mich auch ein bisschen auf das, was ich hier mache. Wenn man immer am Quatschen ist, dann geschehen einem oft Fehler. So, und das kleben wir dann hier hin. Wie ihr seht, ziemlich dunkles Papier dieses Mal. Aber, also ich bin gespannt, wenn es fertig ist, wie das aussieht. Ja, so kann man sich jetzt noch nicht allzu viel vorstellen, aber wenn es mal fertig ist, bin ich gespannt. So, damit hätten wir das und dann kommen wir noch zu diesem Teil hier. Das brauchen wir ja nur auf drei Seiten zu distressen. Denn die vierte Seite sieht man ja nicht. So, und das kleben wir dann hier rein. So, machen wir das gleiche wie auf der anderen Seite. Erst einmal hier rundherum. Und dann ein bisschen hier in der Mitte. So. Und dann ankleben. So. Das ist, wie gesagt, auch aus meinem Bestand. Dann auf
dieser Seite kommt dann dieses Stück Papier hin. Ja, passt ja eigentlich alles, ne? Toll. So. Dann legen wir los. So, dann kleben wir uns das hier hin. Oh, seht ihr mal, ich klebe einen Schmetterling zu. Oh, ach je. So. Tschüss, kleiner Schmetterling. Ah, hier ist ja auch einer drauf. Dann ist ja alles okay. Dann haben wir nichts Falsches gemacht. Damit wäre unsere erste Seite dekoriert. Die könnten wir eigentlich schon ins Album kleben. Eigentlich schon. Wir gucken mal. So, die käme ja jetzt hier drauf. Das heißt, die wird jetzt so aufgeklebt. Und ja, da werde ich mir hier doppelseitiges Klebeband aufkleben. Das soll ja gut fest kleben bleiben. Also, doppelseitiges Klebeband hier drauf. Für diejenigen, die nach Klebeband suchen, ich werde ja ab und an mal gefragt. Ich kaufe meinen bei Klebeshop 24 und das hier ist jetzt der 9 mm. Da gibt es in allen Breiten von 3 mm an, glaube ich, bis 20 oder sogar noch mehr. Und ja, das ist mein Shop, wo ich doppelseitiges Klebeband und Magnete kaufe. So, dann wisst ihr Bescheid. Klebeshop24.de, da findet ihr alles. Alles, was ihr braucht. Vom bis, die haben auch noch andere Sachen. Und ja, und meiner ist der rote. Ja, der ist wirklich für alles.
Es gibt auch für den Bastelbereich, den hatte ich noch nicht. Da weiß ich nicht, wie er ist. Aber wenn einer von euch den vielleicht hat, kann er ja gerne mal berichten, wie der ist. Denn ich glaube, der ist etwas billiger. Glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. So. Und wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich es auch. Wenn ich es nicht vergesse, das ist bei mir ja immer so eine Sache. Ne? Ich sage viel im Video und später weiß ich es nicht mehr. Ich müsste mir auch noch Notizen machen, dem, was ich im Video erzähle. So. Aber ich habe ja gute Zuhörer, die mich dann immer mal wieder darauf stoßen. Hier, das hast du gesagt. Hast es nicht verlinkt und dann mache ich das dann später. Ja. Ist doch toll, wenn man solche Abonnenten hat, die einem zuhören und dann einmal sagen, hier, du hast was vergessen. Das finde ich immer toll. Deshalb mal einen großen Dank an euch. So. Und dann versuchen wir uns mal hier dran, dass gerade. Aufzukleben. So, ich würde sagen, das klebt. Und so haben wir eine Seite eingeklebt. Die andere Seite, die kommt dann hier auf diese Seite. Und dann haben wir hier dann auch noch offen, ne? Wie ich euch ja gesagt habe, ich möchte keinen Tunnel. Und das ist das, was ihr normalerweise dann hier dieses Teil, was ich hier jetzt angeklebt habe, in der Mitte von euren Tunnels habt. Ihr könnt natürlich auch das machen, wenn ihr das möchtet, aber ich lasse es so, denn wie gesagt, man weiß nie, also ich auf jeden Fall, was für Ideen ich alles komme. So, schmeißen wir diese kleine Dings hier mal weg. Mal Zeit, dass ich mir mal wieder so ein Mülleimer basteln für hier auf dem Tisch. Das wäre nicht schlecht, wenn ich alles reinschmeißen kann. So, das wäre erste Seite. Und so sieht das aus. Ja, gefällt mir ganz gut. Natürlich sind wir ja nicht fertig, ne? Jetzt brauchen wir, ja, ich hatte ja gesagt, Tags. Oder Fotomatten, gucken, was ich hier von Papier habe und was wir tun können. So, dann das lege ich mal kurz beiseite. So, schreiben das mal hier hin. Und dann gucken wir mal, was habe ich hier. Was haben wir hier? Moment mal. Ich tue mir den wieder rein, weil der klebt oben und unten. Deshalb immer schön in seinem Ding da lassen. Und solange ich jetzt nicht klebe, den wieder zu. Auch zu. Zu. So, und dann. Kommen wir mal wieder hier hin zu unserem. Ja, er schreibt noch. Nehmen wir uns mal dieses Teil hier. Das ist ein Stück Papier. In der Länge hat es 25,5. Und hier hat es
16,5 und hier 25,4, Entschuldigung. Ja, 25,5, das ist ja eigentlich egal. Also, ich schreibe mir das mal auf. Einmal bleiben wir bei 25,5 auf, was hatte ich gesagt? 14,5, ne? Oder was? Was so? Ne, 16,5. So. Okay. Damit möchte ich ein Büchlein machen. So, wie mache ich das jetzt? Ich lege mir das mal hier hin. So. Jetzt gucken wir mal, damit wir hier die Mitte finden. Bei Inch wäre die Mitte 5 Inch. 5 Inch sind... Boah, das kriege ich nicht gelesen. Hier mal ein Stück Papier. 5 Inch, das sind... Ich habe die Brille auf der Nase, aber ich kann das jetzt nicht sehen. 5 Inch sind 12,2 cm. 12,2 cm wäre dann die Mitte. 12,2 cm die Mitte. Ich mache mir da mal einen kleinen Punkt. So, ich lege mir das mal hin. Bleistift. So habe ich jetzt hier keinen, der... Och, hier. Ein Bleistift. Habe ich gesagt. Ich mache mir da mal einen Punkt. So. Wenn ich jetzt wüsste, dass das funktioniert. Wenn ich das jetzt wüsste, wisst ihr was? Wir probieren es einfach aus. Es ist ja nur ein Stück Restepapier. Wenn es nicht funktioniert, dann schmeiße ich es weg. Oder ich nehme es für was anderes. So. Ich habe gesagt, also es ist ein 25,5 und ich habe gesagt, die Mitte wäre 12,7. Also dann falzen wir mal hier. Ich versuche jetzt erstmal was und dann werde ich sehen, ob das so okay ist oder nicht. Und dann einen Zentimeter hier. Also von 12,7 einen Zentimeter, das wäre dann 13,7 und ein nach unten, das wäre dann 11,7. So. Und dann falzen wir das. Ne, falten, Entschuldigung. Moment, ich muss das mal kurz.
Doch, es geht. Es geht, es geht, es geht. So, mir ging es eigentlich darum, damit das mal ein bisschen lockerer. So. Ob ich das, soll ich das jetzt da? Ah, meine Nase, meine Nase, meine Nase. Das ist schlimm, schlimm, schlimm. Ach je, so. So, mir ging es jetzt eigentlich darum, wenn ich das hier anklebe, dass ich sowas habe wie ein Buch. Versteht ihr? Ich hätte das normalerweise müssen zur anderen Seite falzen müssen. Ich hoffe, es reißt mir jetzt nicht. Das wäre dumm. So, auf jeden Fall, ne, dass man das so öffnen kann. Sowas in der Art, habe ich mir gedacht. Und dann könnte man, ich guck mal, ja, da würden ganz tolle Fotos drauf passen von 15 mal, wie sind die, 10 mal 15, 11, ne, wie sind die, 10 mal 15, glaube ich, ne, das würde jetzt richtig toll, würden da solche Fotos drauf passen, das heißt 1, 2, 3, 4 Fotos. Okay, ich glaube, das ist gut. Also, jetzt das Ganze dann nochmal. Wir haben ein Blatt Papier von 25,5 mal 16,5 und das werden wir dann falzen. Einmal bei, das ist jetzt keine dumme Teile, 11,7. 12,7 und bei 13,7. Einmal gucken, ob das jetzt auch so stimmt. Genau. Okay. So, und das könnten wir dann hier rein tun. Wenn man das dann schon schön dekoriert hat, ja. Was meint ihr? Ich finde das gut. Okay, lassen wir das mal da. Und dann gucken wir noch viel da hin. Und ne, so, hätten wir zwei Teile für darin. Mhm. Was meint ihr? Ne? Das finde ich doch gut. Also dekorieren werden wir die auch, aber erst etwas später. Ich muss ja auch gucken, dass ich mit meinen Papieren alle zurechtkomme. Ne? Nicht, dass ich später keine mehr habe, zum Schluss zu kommen. Und also, diese Papiere hier, die haben eine Größe von, ach, erst einmal so rum, 23,5, also einmal 23,5 mal 14. Und dieses hier,
Das müsste ja dann auch 23,5 sein. Und ich glaube, sie ist genauso lang. Ja, 23,5. Final. Da könnt ihr auch 12,5 machen. Das ist jetzt so. Die werde ich mir aber noch hier. Welche nehme ich? Ist es der hier? Es müsste der hier sein. Jetzt gucke ich mal. Ich weiß es nicht mehr. Der ist es. So, habe ich mir da mal die Ecken so weggeschnitten. Und dann machen wir das auch hier. Dass ich auch mal ein bisschen meine Dings hier in den ein bisschen verwerte. So. Ja, ich würde sagen, im Moment, wahrscheinlich werde ich noch ein Loch da rein tun, für einen Tag zu machen. Und ja, die tun wir uns dann erstmal. Hier rein. So. Damit wäre unsere erste Seite fertig und dann kommen wir zur zweiten. Was haben wir? Ja, die zweite können wir noch ein bisschen was tun. Erst einmal muss ich mir mal wieder, denn da habe ich jetzt nicht genug, eine Basisseite schneiden. Und was hatten wir da gesagt? Oh, erstmal hier wieder da rein. Eine Basisseite, die ist 17,8 mal 25,5 cm. Dick. Ui. Ja, die werden wir uns erstmal 1 cm falzen, damit wir eine Klebelasche haben. So. Ich kurz beiseite. So, und dann werden wir wieder das Ganze hier distressen.
Ich könnte mir das auch etwas anders hier machen. Wo habe ich diese Dinge? Oh, dann nehme ich das. So. So, dann kann ich mehr. So. Machen wir mal ein bisschen Sauerei hier. Alles etwas verältern. So. So, gefällt mir schon sofort besser. Und ihr seht wieder, wo ich was gemacht habe. So, das mal kurz beiseite. Ich werde die wahrscheinlich nachher noch mal brauchen. Stellen wir die mal dahin, so. Okay. Also, die wird jetzt, wenn wir hier unser Album nehmen, wird die jetzt so angeklebt. Ne? Wie ihr seht, da muss ich ja auch noch tun, ne? Also die wird so angelegt. Das heißt, hier kommt, hätte ich eigentlich gar nicht gebaut, aber ist egal. Ich müsste hier tun. da kommt dann unser Klebeband drauf. Und wisst ihr was, ich mache das auch sofort dahin. Nicht, dass ich später nicht mehr weiß, wie ich sie ankleben muss. Ja? Und so weiß man sofort Bescheid, wie die Seite gedreht werden muss. So. Macht aber nichts. Haben wir halt eine schöne verklebte Seite. So. Das mache ich dann. Diese Seite danach. So. So, was muss ich hier drauf haben? Also, erst einmal schreiben wir uns hier auf zweite Seite. So. Und ich habe ja gesagt, die kommt so hier rein. Und ich glaube, ich werde was gucken mal. Also die soll ja so hinkommen. Ich lasse das mal so liegen. Und gucken wir mal, was wir hier. Was ich so mit. Ich machen kann. Ja, wir gucken mal. Also ich möchte, dass da was in der Mitte ist. So. Irgendwie wäre vielleicht toll, irgendwie hier sowas zu haben, was man auch noch so aufmachen kann. Wie groß ist dieses Teil hier?
ist 14. Auf 20,3. Also ein Teil. 20,3 mal 14. Ja, 14 genau, ne? Ja. Ja, und wir machen da mal eine Falz. Falzen wir mal bei einem Zentimeter. So. So, ich gucke erstmal, ne? Also wenn ich das jetzt hier ankleben würde, dann hätte ich ja schon sowas. Warte mal. So. So, ich muss jetzt erstmal ein bisschen gucken. Das hier, was haben wir hier? Das ist 15,2. Auf 16,5. Okay. Also wenn ich das jetzt hier ohne die Lasche hier messe, dann habe ich also 5 Inch, das wären 12,7. Okay.
12,7. Dieses Teil hier hat 15,2. Also 6 Inch. Wenn ich da jetzt überall einen halben, dann käme ich dahin. Das heißt, ihr müsst ein bisschen mehr wie ein Zentimeter falzen. Und zwar genau 1,3. So, dann könnten wir da vielleicht eine Tasche anbringen. Moment, ich probiere das mal aus, bevor ich irgendwas aufschreibe. Jetzt kann es sein, dass es bei euch vielleicht hinkommt, weil ihr hier ja nur ein Zentimeter habt. Versucht's. Wenn es jetzt nicht geht, dann falzt ein paar Millimeter mehr. Oder schneidet euch ein bisschen ab. So. Also. Ich gucke das jetzt mal, wenn das so geht, wie ich mir das jetzt vorstelle. So, ich klebe das hier drauf. Seht ihr, dann passt das ganz genau und ich hätte eine Tasche. So, ich werde das mal kurz rundherum distressen und dann kleben wir das zusammen an und dann gucke ich noch, was ich hier mitmachen kann vielleicht. Und dann denke ich, wäre es für heute auch schon wieder gut. So, ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Hab das mal alles eingefärbt und dann würde ich sagen, kleben wir uns das mal hier drauf, dass wir hier dann mal eine Tasche haben. So. Und ich habe jetzt hier unten keine Klebelasche, aber ich werde euch zeigen, wie wir das da machen werden. Ich nehme mir einfach mein Stück und dann mache ich hier ganz hier am Rand Kleber. Und dann klebe ich mir das hier drauf. So. Andrücken und hier unten, ja, wenn man zu viel Kleber genommen hat, einmal kurz wegwischen. So. Mit ja, doppelseitigem Klebeband geschieht einem das nicht, ne? So, einmal gucken. Okay, alles gut. Dann hätten wir das mal. Können wir wieder einen schönen Tag hier drin machen. Und dann habe ich hier noch diese beiden Dings hier. Und da habe ich mir gedacht, also das hier, das kleben wir uns ja jetzt, das kleben wir uns so hinein. Und ich habe mir gedacht, auf dieser Seite, wie wäre es mit einem Bellyband? So zwei Stück, wo man noch was
dahinter kleben kann. Oder vielleicht eins hier unten und eins hier, damit nichts rausfällt. Was meint ihr? Was wäre jetzt besser? Moment, erst einmal, komm, wir falzen uns erst einmal. Ach ja, und ich habe euch gar keine Maßen gesagt. Schön, ich habe überhaupt keine aufgeschrieben. Super. Richtig toll. Was hatte ich hier gesagt? Ach ja, das waren 15,2. Mal 16,5 und dann ungefähr 1 Zentimeter auf 2 Seiten. Aber plus minus, ne? Da muss man ein bisschen gucken. So, und dann diese Teile hier. Die sind 3,2. Zweimal 3,2 mal 16,5 und da auch ungefähr 1 Zentimeter auf 2 Seiten. Es wird ein etwas längeres Video heute. Aber keine Angst, sehr lange wird das jetzt nicht mehr dauern. So. So. Und dann das gleiche hier. So. Und dann nehmen wir uns hier unser Teil. Da muss ich bis dahin ankleben. Das möchte ich aber nicht. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. So, dann machen wir hier noch mal. Und noch mal 1 Zentimeter. Also 2. Ja, so gefällt es mir besser. Mache ich das gleiche hier auch noch mal. Also macht auf einer Seite falls 2 Zentimeter. So, oder schneide ich euch das ein Stückchen ab. So, dann mache ich eins so rum und eins so rum. So werde ich es machen. Aber ich werde mir die jetzt nicht ankleben. Ich klebe die erst an, wenn ich das Papier hier, dann kann ich das schön an dem Papier befestigen. Das werde ich tun. Und ja. Das kommt dann im nächsten Video, aber das hier, das klebe ich noch hier an. Da können wir uns jetzt, wie gesagt, ich mache das nach Augenmaß, wie ich mir das ankleben werde. So.
So. Das hier jetzt richtig gut fest andrücken. So, so und die hier, die kommen dann hier hin. Ja, und ich würde sagen, dann im nächsten Video werden wir dann das wieder dekorieren und ja, gucken, was für Text wir da drin machen. Und dann, ja, gucken, was wir auf diese Seite machen. Ich denke, das wäre dann ein Video für sich. Ja, ich würde sagen, das war's für heute und ja, wie immer, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!